Hilfe, ich habe ein Problem und ich weiß absolut nicht mehr weiter. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moin, ihr hippen Dudes und Duderinas, herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengrütze aus dem DICE-Studio. Ihr seht gerade, es wurde tatsächlich gedreht. Ich bin gerade im Rückbau und da habe ich einfach meine Gedanken, mich gedacht, die muss ich jetzt mal rausballern, denn es geht tatsächlich um ein Problem, was vielleicht viele von euch haben und mir wächst das gerade über den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Platzprobleme. Ich habe ganz, ganz große Platzprobleme mit meinem Hobby. Wir wissen, das Tabletop-Hobby ist ja nun mal ein Hobby, das physisch stattfindet. Das heißt, wir haben physische Sachen irgendwo stehen. Wir haben Figuren, die müssen irgendwo dann gelagert werden oder hingestellt werden. Wir haben Gelände und all den ganzen anderen Kram wie Bücher und Spielutensilien. Und das nimmt alles Platz weg. Je nachdem, was man spielt und wie viel man spielt und wie intensiv man eben im Hobby ist, nimmt das alles eine ganze Menge Platz weg oder ist auch sehr sparsam. In meinen mittlerweile 27 Jahren Hobby habe ich eine ganze Menge angesammelt, logischerweise auch durch meine Arbeit jetzt bei DICE, früher bei Magabotato. Das heißt, ich habe wirklich ganz viel Gelände, ganz viele Figuren, ganz viel Spielutensilien, alles drum und dran und ich habe echt mittlerweile ein riesiges Platzproblem. Unter anderem kam das durch Gelegenheiten. Wie so einige Leute, die jetzt mittlerweile im Tabletop-Hobby irgendwie Sender sind, habe ich früher mal bei Games Workshop gearbeitet, allerdings nicht festangestellt, sondern neben dem Studium als Aushilfe. Und da gab es halt wunderbare Gelegenheiten, wo man mal kostenfrei an Figuren reinkommen ist oder zu extrem günstigen Preisen. Ich meine, die Hälfte des Preises war, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber man zahlt tatsächlich jetzt Angestellter 50% für den Preis für Figuren. Und dementsprechend hat sich im Laufe der Jahre durch Gelegenheiten bei mir ganz viel Kram angesammelt, der bis heute tatsächlich teilweise noch verpackt ist. Aber ich bin dann jemand, der sagt, diese Projekte will ich irgendwann noch mal durchziehen. Und dementsprechend stapeln sich die Sachen. Dazu kommen die Sachen von der Sendung, die ich ja auch irgendwie teilweise mal gekauft habe, teilweise gestellt bekommen habe, teilweise als Rezensionsmaterial zugeschickt bekommen habe. Und das Ganze steht natürlich auch irgendwie bei mir. Und dann habe ich natürlich für mich das Hobby im Hobby nochmal entdeckt, beziehungsweise das Nebenhobby, Brettspiele, die ja auch unfassbar viel Platz mittlerweile wegnehmen, gerade im Miniaturenspielbereich. Das Malen nimmt eine ganze Menge Platz weg, wenn man die ganzen Paintracks und so weiter hat, die ganzen Farben. Im Laufe der ganzen Jahre habe ich extrem viel Sachen angesammelt und ich habe ein echtes Platzproblem mittlerweile. Ich habe hier in meinem Büro habe ich einen Lagerraum und der ist tatsächlich zur Hälfte mit Technik voll für den ganzen Dreh, für DICE und zur anderen Hälfte mit Rezensionsmaterial. Hauptsächlich welches, das noch nicht bearbeitet wurde. Auf der anderen Seite Sachen, die in so einem Pending-Status ist, wo irgendjemand mal kommentarlos mir irgendwas zugeschickt hat und einige Sachen, die schon bearbeitet sind, aber wo ich einfach keinen Platz mehr habe. Zu Hause habe ich komplett einen Kellerraum voll, nur mit Hobbykram, der tatsächlich, naja, in Kisten steckt. Und ich weiß absolut nicht mehr weiter. Zwei Kickstarter kamen jetzt an. Von Brettspielen, wo ganz viel der Kram dazu bei war, unter anderem Massive Darkness 2 und ich weiß nicht, wohin damit. Jetzt ist es natürlich ein leichtes zu sagen, Dennis, hör auf rumzuheulen, dann verkauf doch all Kram. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich bin ein Tabletop-Messi. Ich habe ganz, ganz große Schwierigkeiten, mich vom Hobbykram zu trennen. Weil ich ja immer sage, ich habe das ja irgendwann mal aus einem guten Grund gekauft. Weil irgendwann komme ich da ja irgendwie mal wieder zurück. Wenn ich mal in Rente bin oder so, habe ich sowieso vieles zu tun. Weil wir wissen ja alle, der Moment, an dem der Hobbyist all seine Figuren bemalt hat und nichts mehr zu tun hat, das ist der Moment, in dem er stirbt. Und das wird bei mir definitiv nicht passieren. Ich habe genügend Kram für 15 Leben mittlerweile. Ich glaube, ich könnte den ganzen Laden aufmachen. Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten, mich zu trennen. Dennoch ist es so, dass ich wirklich alle paar Monate einen Rappel bekomme und alle meine Sachen durchgehe und gucke, dass ich Sachen verkaufe. Und das Problem ist aber wiederum, dass ich ungerne Sachen online verkaufe. Warum? Naja, also wer da jetzt ein paar Mal geguckt hat, weiß, ich habe ja überhaupt keine Zeit. Ne? Freiberufler, Rentner und Studenten haben niemals Zeit und ich bin einer von denen und dementsprechend habe ich einfach sehr, sehr wenig Zeit. Und dann jedes einzelne Produkt zu fotografieren, online zu stellen, Texte rumzuschreiben, mit den Leuten zu korrespondieren, dass dann irgendwann ein Verkauf zustande kommt, um dann die Sachen zu verpacken, mit der Post loszuschicken, um dann den Geld hinterher zu laufen. Boah, das nervt mich. Normalerweise habe ich das alles immer auf der Taktika verkauft, weil die Taktika meinen Flohmarkt hatte und dann bin ich hingegangen und habe den ganzen Kram hingegeben und habe die Sachen verkauft. Das war viel entspannter, auch wenn ich da nicht das ganze Geld bekommen habe oder hätte, was ich bekommen hätte, wenn ich die Sachen irgendwie online verkauft hätte, aber das war mir egal, das war irgendwie Platz und das war ein gutes Gefühl, die Sachen dann loszuwerden. Aber die Taktika ist jetzt zweimal ausgefallen, jetzt wohl Ende des Jahres, im Oktober wird sie wohl doch nochmal stattfinden und ich hoffe, dass sie dann noch stattfindet und ich ganz viel Kram loswerde. Aber dennoch, bis dahin ist noch viel Zeit und ich habe ein ganz, ganz großes Platzproblem. Dementsprechend mein Hilferuf an euch da draußen,
Leute, was soll ich machen? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich machen soll. Habt ihr irgendwelche Tipps? Habt ihr irgendwelche guten Lifehacks oder so, wie ich mich mental tatsächlich von Material trennen kann? Oder was ich sonst irgendwie machen kann? Was gibt es für, zum Beispiel für gute Verstauungsmöglichkeiten, wo man extrem viel Platz spart? Hey, schreibt mir das mal bitte alles in die Kommentare, denn ich hab's bitter, bitter nötig. Ob das jetzt der Titel des Videos sein sollte? Ich hab's bitter nötig? Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr in die Kommentare was schreibt, dann bitte seid nett zueinander und auch nett zu mir. Seid nicht so hart. Sonst gibt es nämlich Krav Maga für alle. Und das kann keiner wollen. Und ich gehe jetzt in die Sonne und gucke weiterhin, wie ich das alles bewältige. Ich habe ein Problem. Und das ist aber alles so geiler Kram. Weißt, wisst ihr, man so sortiert dann aus und guckt sich die Sachen und denkt so, ah, oh, das habe ich vor Jahren geholt und ich will dieses Projekt noch weitermachen. Oh. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.